Guten Tag, meine Damen und Herren. Unser Thema heute ist die Pfandflasche. Wir leben in einer Zeit, in der die Pfandflasche auszusterben gedroht hatte, ähnlich der teutonischen Wanderratte oder der grönländischen Schmuserobbe. Glücklicherweise aber gibt es inzwischen irre Initiativen zur Rettung der Pfandflasche. Deshalb wollen wir heute die von Vergessenheit bedrohte Pfandflasche ins Gedächtnis einspeichern. Die Pfandflasche, volkstümlich Bottiglia Ritornata oder Return to Sender, hat einen Doppelcharakter. Sie ist einzeln oder im Kasten oder in der Kiste erhältlich, selten oder nie dagegen im Sechserpack. Der eigentliche Gegensatz zur Pfandflasche ist nicht Freibier oder Ausschankwein, sondern die Einwegflasche. Diese, die manisch-depressive Einwegflasche, voll ist sie fröhlich und leer ist sie traurig, die Einwegflasche also, ist das Symbol für den Menschen in einer Welt ohne Gott. Die Pfandflasche aber gemahnt den Menschen immer wieder daran, dass er nach Gebrauch zurückgegeben wird, dass seine Seele verpfändet ist ans jüngste Gericht. Die Einwegflasche aber ist ein Produkt einer einseitig materialistisch orientierten Welt. Die Einwegflasche verkörpert die verderbliche Untreue gegenüber Mensch und Natur. Sie wird einmal verwendet und dann zerstört. So sollte man nicht mit Mensch, Tier und Pflanze umgehen, aber so tut man es heute wieder und wieder, für und für, genau wie mit der Einwegflasche. Die Pfandflasche aber ist das Denkmal der Treue und das Zeichen der ewigen Wiederkehr des Gleichen nach dem alten Sinnspruch, neues Bier in alten Schläuchen. Wenn wir die Pfandflasche nicht mehr brauchen, bringen wir sie dann nicht zurück zum Pfandflaschenhersteller ins sogenannte Pfandhaus? Und haben wir hier nicht auch den Pfandbrief erhalten, der uns dazu berechtigt, eine Pfandflasche mit uns zu führen? Für Jugendliche über 16 Jahren ist die Pfandflasche auch für das bekannte Fenderspiel geeignet. Man lege eine Pfandflasche, also keineswegs eine Einwegflasche oder gar eine Plastiktüte, man lege also eine Pfandflasche flach auf den Boden in die Mitte des Kreises der um sie herum sitzenden Mitspieler, drehe die Pfandflasche um ihr Epizentrum in den Uhrzeigersinn hinein und auf wen nach mehreren Umdrehungen die Pfandflaschenhand, das heißt der Pfandflaschenhals, zeigt, der gibt ein Pfand ab. Wer kein Pfand mehr hat, wird dem Gerichtsvollzieher zur Weiterverpfändung übergeben. Weshalb der Dichter auch sagt, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unter Pfand und nicht des Glückes ex und hop. Auf Wiedersehen.